Ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern können, 1994, da hatte der Film Der Tod und das Mädchen von Roman Polanski mit Sigourney Weaver und mit Ben Kingsley in den Hauptrollen wirklich riesen Erfolg, hat Kritiker und Publikum begeistert. Und das basierende Theaterstück von diesem Film, das läuft jetzt im Stadttheater Walfischgasse. Gestern Abend gab es Premiere und es war wirklich ja, ein Abend zum Nachdenken. Der Tod und das Mädchen. In Der Tod und das Mädchen trifft ein ehemaliger Folterarzt nach Jahren auf eines seiner Opfer. Es beginnt ein Verwirrspiel aus Rachsucht und gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die Möglichkeit, schuldig zu sein, glaube ich, das betrifft jeden Menschen. Man kann nie von sich sagen, nein, das ist unmöglich. Also wie eine Situation sein muss, dass man in sowas hineingerät, das ist das, was einen herausfordert. Und wenn mir das gelungen ist, irgendwie so zu zeigen, dass man nicht weiß, ist er schuldig oder ist er nicht schuldig, dann glaube ich, habe ich es erwischt. Sag es jetzt. Wenn du es nicht mal gesagt hast, wie hätte ich es denn dann sagen sollen? Ariel Dorfmann, der Autor des Stückes, hat 1973 selbst vor der chilenischen Militärdiktatur fliehen müssen. Nach Wien zur gestrigen Premiere ist er zwar nicht gekommen, um die Inszenierung hat er sich trotzdem gekümmert. Sag es! Sie haben dich gefoltert. Ariel Dorfmann hat mir ein E-Mail geschrieben und hat geschrieben, und Anita, passen Sie auf sich. Ich sage das deshalb, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Schauspielerinnen, die diese Rolle schon gespielt haben, unglaubliche Veränderungen durchgemacht haben. Und sie sollten versuchen, keinen Schaden zu nehmen mit dieser Rolle. Ja, was dieses Land braucht, ist Gerechtigkeit. Genau. Und selbst wenn wir diese Leute nicht vor Gericht stellen können, selbst wenn sie unter den Schutz der Amnestie fallen, die sie selber angeordnet haben, zumindest ihre Namen kommen an die Öffentlichkeit. Oh nein, ihre Namen müssen geheim bleiben. Die Kommission. Der Tod und das Mädchen ist keine leichte Theaterkost. Die Welt politischer und persönlicher Machtkämpfe geht teilweise an die Grenzen von Darstellern und Publikum. Ist es wahr, dass ihr das getan habt? Wenn ich ein Stück lese und mich entscheide, in diesem Stück drin zu sein und diese Figur, die ich spielen soll, ich damit, mit der was anfangen kann, dann denke ich während der Proben nicht daran, ob das Publikum irgendwie, ob das dem zuzumuten ist, dem Publikum. Den Reaktionen des Publikums nach ist das Stück durchaus zumutbar. Und bei der Premierenfeier ist diesmal natürlich auch gratuliert, aber eigentlich viel mehr diskutiert worden. Ich war sehr berührt. Ich finde, es ist eben sehr wichtig, dass an so einem Abend, dass man als Zuschauer Platz hat für die eigene Fantasie und die eigene Emotion. Mir hat es sehr gut gefallen, obwohl im Zusammenhang, man muss nach dem Stück natürlich 3 bis 5 Mal tief durchatmen. Ich fand es wahnsinnig aufregend. Und fand es eine tolle Leistung von allen 3 Schauspielern. Ich bin noch ganz erschöpft. Grandios, wie sie das über die Bühne gebracht haben. Und wenn was aufregen soll, dann Theater. Und wie schön, dass das nicht nur ein streichelweicher Abend ist. Schön, dass man nachdenkt. Da denken viele nach. Da sind rausgegangen, die meisten haben ausgedacht, hätten sie große Magenprobleme, die sie vorher nicht hatten. Ja, man ist eigentlich fassungslos über die Künstler, die diesen Abend da gestalten. Das ist ja unglaublich, nicht? Schon vom Text her, was man da lernen musste. Und vom Einsatz her und von der Emotion her. Also das ist schon eine sehr aufregende Sache, muss ich sagen. Dieses Stück hat mir den Zustand unserer Welt, wobei wir hier ja trotzdem auf einer Art Insel leben, aber wenn wir uns umschauen nicht, hat mir den Zustand der Welt sehr, sehr bewusst gemacht. Der Tod und das Mädchen ist noch bis zum 15. Dezember im Stadttheater Walfischgasse in Wien zu sehen.